So, es war tatsächlich live, which was great, because I love talking to people live. That's my job. ja, was soll ich sagen? Es gab ein paar geile Fragen, ganz ehrlich. Und zwar unter anderem auch, befürchte ich jemals wieder ein Burnout durch das krasse Tempo, was ich hier vorlege, was abgeht. What do you think? Und es gibt einen kleinen, auch psychologischen Input. Ich habe, wisst ihr ja, sehr viel über Burnout ja auch gemacht. Und die Sache mit Burnout ist immer, dass es Menschen gibt, dazu kann man sich Freudenberger et al. Durchlesen, die sehr viel geleistet haben aus einem Place of Want. Und dieser Place of Want, der ist wie ein Schutzschild. Ja, das heißt, viele, viele, viele sehr erfolgreiche Unternehmer, ich habe das auch ganz oft mitbekommen, dass die wirklich on top of the game irgendwie gefallen sind und dann erstmal raus waren, ihr Business stoppen mussten und so weiter und sich dann so auf den Weg in die Leichtigkeit und in ich will nicht mehr kämpfen und ich habe mir das alles so krass strukturiert und so weiter und so fort, ja, dass sie dann das Bedürfnis haben, ihr Leben zu ändern wieder. So, und long story short, bevor ich jetzt wieder eine Masterclass hier in einer Story droppe, nein, ich habe keine Befürchtung davor. Warum nicht? Weil ich einen funktionalen Kontext rund um Arbeit und Devotion und Passion gebaut habe und den wirklich mit jeder Faser meines Körpers lebe. Ja, das bedeutet, wenn du ein Business führst, das sich so anfühlt, dass du ausbrennst, dann gibt es noch Sachen zu shiften. Ja, wenn dich Launchen anstrengt, wenn dich Preisdiskussionen ausloggen, wenn du nicht den Energieausgleich in Form deines Preises nimmst, den du wirklich nehmen willst, weil du meinst, es ginge nicht anders, dann sind das genau die Sachen, die zu einer innerlichen Kündigung führen, auch von Coaches, wo sie sich nicht in ihrer Wirksamkeit erfahren. Und das sind die Sachen, die ausbrennen. Ja, und da gehen bei mir dann die Alarmglocken hoch, weil ich sehe das auch bei vielen, die tatsächlich Aussteiger sind aus einem festangestellten Job oder auch aus ihrem Business, die dann so komplett ins Gegenteil gehen und alles nur noch leicht und ich mache nur noch alles, wie ich will und so weiter. Ja, why didn't you do it in the first place? Ja, weil das hat ja nichts mit dem Business Building per se zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie du dachtest, du müsstest Sachen machen damit. Und dieses Land, wo Milch und Honig fließen, wo du frei entscheiden kannst, das ist ja schon da. Die einzigen Gründe, warum du es bisher noch nicht umgesetzt hast in der Form, ist, weil du meinst, so und so würde Business Building funktionieren oder so und so würde Geld Creation funktionieren. Und das sind ja genau die Dinge, die ich unter anderem auch im High-Ticket-Coach einfach mit dir lösen will, weil so funktioniert es eben nicht. Und ich kann ja nur sagen, ich hab für mich einfach den Weg gefunden, wie es erfüllend funktioniert und wie du es von innen nach außen erschaffst. So viele reden von innen nach außen und machen trotzdem das Gegenteil. Also erst in dem Moment, wo du bereit bist, deinen Kontext, deinen Gedanken rund um Business Building, Money Creation, Launchen, deine Clients, deine Community, wie du es tun müsstest, wie du es lassen müsstest und so weiter, Offer Creation. Eine Offer Creation kann die pure Ekstase sein für dich. Es kann Constant Euphoria sein, dass du dich reinsteigst und denkst, in jedem meiner Programme, wenn ich das entwickelt habe, ich dachte, geil, geil, ja, genau das mache ich. Und das ist der Name und das ist der Song und das ist der Vibe und das ist, ja, es hat mich richtig erfüllt. Und Offer Creation kann die Hölle sein, wenn du überlegst, oh, wie viele Wochen und für den Preis, aber dann hatte ich ja das Programm für den und den Preis und wie soll es heißen und oh, komm, irgendwie ein Name, was verkauft sich gut? Ja, also ihr seht schon, es ist das, was du draus machst und es ist das, was du gelernt hast, daraus zu machen und nicht das Ding per se, weil so kann man kein Millionenimperium erschaffen. Und das ist ja eben das Problem, was einfach ganz viele haben, ist einfach, sie übertragen immer wieder das gleiche Muster an Mindset, an Heartset, an Gedanken, an Gefühlen auf eine neue Situation und meinen, dann würde sich die Situation verändern oder es würde sich irgendwas innerlich in dir tun, aber es verändert sich gar nichts,
weil es immer noch die gleichen Gedanken sind in grün. Ja, und das ist das, was final ausbrennt. Das ist das, wo es anstrengend, wo es schwer wird. Ja, nicht zu deiner Wahrheit zu stehen, sondern dich immer irgendwie zu verbiegen, weil du meinst, so müsste man es tun. Ja, also diese innerliche Kündigung, diese innerliche Unzufriedenheit, die auch dann einhergeht mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Phasen eines Burnout-Syndroms sind emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte Leistungsfähigkeit. Und all diese drei Phasen, wie erkennst du diese drei Phasen? Emotionale Erschöpfung bedeutet eben genau diese, du kriegst zunehmende Unzufriedenheit über dein Business. Du fühlst dich müde, du fühlst dich ausgelaugt. Du hast nicht das Gefühl, etwas verändern zu können. Ja, das resultiert dann in einer Depersonalisierung oder Dehumanisierung. Bedeutet, du beginnst, Menschen nicht mehr als Menschen zu sehen, sondern dich, sie nur noch als Leads zu sehen. Deine Community nicht mehr in wahrhaft nähren zu wollen, sondern dich auf einen verhärteten Standpunkt zu ihnen zu stellen. Ohne da jetzt zu tief einfach reinzugehen, weil sonst wird es tatsächlich wieder eine Masterclass. Und das Dritte, was damit einherkommt, ist auch eine gewisse Verhärtung dir selbst gegenüber dem, was du tust. Du spürst deine Vision gar nicht mehr. Du weißt gar nicht mehr, wofür bin ich angetreten? Wofür bin ich überhaupt da? Was wollen die Leute überhaupt von mir hören? Ja, und du beginnst also, ja, ich sag, Lüge zu leben. Wenn du also das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr in deinem Business, du kannst in deinem Business nicht mehr du selber sein, ja, auch Dehumanisierung. Und das ist dann völlig, völlig klar, dass es dann nur noch mit reduzierter Leistungsfähigkeit einhergehen kann, um das zu kompensieren sozusagen, ja, oder auch die Abwertung von Menschen, obwohl du eigentlich Menschen liebst, ja, das hat in dem Grunde dann nichts mit dir und deiner generellen Einstellung zu Menschen zu tun, aber es ist einfach eine Coping-Methode, wie du einfach besser damit klarkommst oder es halt auch gegen dich richtest, ja, sodass du das Gefühl hast, du bist irgendwie auch vielleicht gar nicht mehr richtig da oder du kannst dich nicht mehr richtig fühlen und all deine Gefühle sind verhärtet oder so. Das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass du auf dem falschen Weg bist und dann musst du Dinge ändern, die dich nicht nur zufrieden, sondern richtig glücklich machen in deinem Business. Vielleicht hast du eine falsche Positionierung, vielleicht die falschen Soul Clients für den Moment. Vielleicht bist du nicht in deinem Genie unterwegs. Vielleicht hast du nicht das richtige Pricing für dich, das dich erfüllt. Vielleicht hast du keine Bigger Vision. Vielleicht fragst du dich, wo ist denn mein nächstes Level? Ich kann es gar nicht mehr sehen. Oder ja, du bist einfach dann on the wrong track. Ja, und dann ist es eine wundervolle Sache, Fakeluja, weil du kannst es ja shiften. Dann bist du nicht das Opfer eines Syndroms oder eines Zustandes, sondern dann kannst du ja beginnen, es für dich wieder zu kompensieren. Aber das braucht halt deine richtig krasse Selbstreflection und es braucht ein Bewusstsein darüber, dass etwas, was du wirklich liebst, dich niemals ausbrennen kann. Ja, das und auch Dankbarkeit, das dann zu durchleben, weil es dir einfach sowohl körperlich als auch mental einfach zeigt, this is not the way and how fast can you shift this? Das bedeutet, wer sich für Millionen ausbrennt, hat die Money- und Identity-Work nicht gemacht und wird dann dazu gezwungen, sie zu machen. Ja, es geht nicht um die Millionen. Es geht auch da und um die Creation. Es geht da auch darum, wie du sie kreierst. Also wie du sie kreierst. Die Million wird nichts verändern in deiner Way of Seeing Money, Feeling about yourself, Feeling about others. Die Menge an Geld löst niemals das Verhältnis zu Geld auf oder das Gefühl, was du zu Geld hast. Und auch zu dir selber. Ja, dann entstehen ja solche toxischen Beziehungsmuster zu Geld, Geld und Selbstwert. Und ich verbiete mir Sachen oder ich kann nur noch Business Class oder ich kann nur noch Rolex und nicht mehr anders, ja. Das bedeutet, dass die beste Burnout-Prävention, also wenn wir schon darüber reden, die beste Burnout-Prävention ist ein erfülltes und erfolgreiches Business, wo du erstens deine Core-Message nach draußen bringst, immer authentisch deine Wahrheit sprichst, no matter what andere dazu sagen, ja, du dich selber authentisch erlebst, ja, weil sonst haben wir auch Dehumanisierungsgefühle.
Also du dich selber authentisch zeigen kannst, mit deiner Message nach draußen gehst, eine große Vision hast, die für dich nicht überfordernd, sondern inspirierend ist. Genauso wie Ziele, die für dich nicht überfordernd, sondern inspirierend sind. Richtige Zielsetzung. Den Soul Clients deliverst, den du wirklich delivern willst und nicht da, wo du meinst, da ist das meiste Geld. Das Topic, was du nicht meinst, das ist das meiste Geld, sondern das, was du wirklich delivern willst, wo deine deeper meaning ist. Ja, also genau das sind die Punkte, wo du, ich möchte auch zuhören. Und wenn du meinst, du musst dich vor irgendwas schützen, weil du es vielleicht schon mal so erlebt hast, dann darfst du dir selber im Klaren darüber sein, dass du nicht mehr die gleiche Person bist, die du vor ein paar Jahren vielleicht noch warst. Dass du neue Dinge gelernt hast, dass du weißt, wie es nicht funktioniert, dass du es jetzt ändern darfst und dass du dich dazu committest, die Dinge zu korrigieren, wenn sie sich nicht mehr im Alignment anfühlen. Ja, wenn sie nicht mehr die Wahrheit sind. Aber das tun viele dann nicht und ziehen dann durch. Und da ist das Commitment an der falschen Stelle, weil es geht nicht darum, Dinge durchzuziehen, die sich nicht gut anfühlen, sondern ganz klar zu unterscheiden, wo ziehe ich durch und wo bin ich committed oder wo gebe ich vielleicht auch immer zu schnell auf und was ist so mein Muster. Und auf der anderen Seite aber auch, wo ist es tatsächlich einfach Lüge und es fühlt sich für mich nicht mehr gut an, die Dinge durchzuziehen. Und dann lasse ich sie aber auch gehen oder ich ändere sie dann aber auch, ja, und ziehe es dann nicht durch, weil dann wird es einfach dysfunktional. Letzter Impuls dazu. Und ich mache das alles und sag, ja, ich mache es von unterwegs, ich mache es, während ich mich anziehe, nicht weil ich meine, ich muss, sondern weil ich dir das mitgeben will, weil ich das Calling dazu habe, dir das zu sagen und dir in Wahrheit zu helfen. Ja, und das ist meine Soul Vision und deswegen werde ich davon auch nicht müde. Ich werde auch nicht müde, dir jeden Tag meine Hand zu geben, dir jeden Tag die Möglichkeit zu geben, den High-Ticket-Coach zu buchen, dir jeden Tag die Möglichkeit zu geben, oder auch nicht jeden Tag, aber oft, in Euphoria, in mein 1:1, in meine Masterclasses zu kommen. Ich werde nicht müde davon, weil ich es wirklich will, weil ich es wirklich für dich will. Ja, und an solchen Sachen zeigt sich das, wie stark willst du deine Message nach draußen bringen. Und ich will sie eben so nach draußen bringen, dass ich sage, ja, I do this und es erfüllt mich und auch solche Messages, wie ich gerade... Und da merkst du halt, wer macht Business, Building und Money und so weiter aus der Wahrheit und wer eben nicht. Und es ist auch cool, wenn du feststellst, dass es nichts für dich ist, aber meine Vision ist da einfach so stark, dass ich sie einfach nach draußen bringen will und dass ich mich für jede Person freue, die auch den High-Ticket-Coach bucht, weil es genau auch diese Punkte, die Unzufriedenheit, die Schnelligkeit in der Offer-Creation, Schnelligkeit brennt nicht aus, ja, Prokrastination kann auch ausbrennen, es gibt auch sowas wie Bore-Out, ja, so, also versteht ihr, es hat prinzipiell nie was mit dem Ding an sich zu tun, sondern immer mit dem Kontext darüber und dass du für deine Leistung einen Energieausgleich bekommst, Grenzen ziehst und das auch lernst, deine Community in einer bestimmten Art und Weise nährst und auch Energie zurückbekommst. All das sind Dinge, die wir da besprechen und die ich da teache.